nicht anfangen, weil wir noch draußen Gäste haben, die leider nicht im Moment in die Galerie können. Meine Damen und Herren, trotz des unbegreiflichen und uns alle erschütternden Krieges in der Ukraine, durch bislang seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr geglaubter, unfassbarer Aggression und Menschenverachtung, Lügen und akuter Lebensbedrohung durch den Diktator Putin, möchte ich Sie zu unserer Vernissage Treffpunkt Kunst, liebe Anwesende, alle ganz herzlich begrüßen. In diesen dunklen Tagen können wir Kräfte für Widerstand und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auch durch die Kunst stärken und unsere Seelen und Gemüter durch die unterschiedlichsten künstlerischen Empfindungen erwärmen. Dies wollen wir heute Abend durch die Ausstellung und die Eindrücke, die Sie durch die hier gezeigten Arbeiten gewinnen können, versuchen. Wir haben seit fast 2 Jahren die Möglichkeit, eine Vernissage wieder in Anwesenheit von Publikum nach langer Beschränkung durch Corona mit allen noch einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen zu gestalten. Und darüber freuen wir uns sehr. Wenn leider immer noch nicht alle Gäste und Interessierte in der Galerie Platz finden. Wir dürfen unsere übliche Platzkapazität nur zu 60% zur Verfügung stellen und die sind derzeit etwa 30 Personen. Ganz herzlich begrüße ich in unserer kleinen, aber feinen Galerie Herrn Oberbürgermeister Professor Dr. Eckhard Würzner. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Kunstwerke der beiden Künstlerinnen Christel Faring-Holm und Katja ansehen werden, die sich für ihre Ausstellung den Titel Treffpunkt Kunst gegeben haben. Die Galerie in der Weststadt hat sich seit ihrer Eröffnung im Jahre 2014 wahrlich zu einem Treffpunkt von Künstler und Künstlerinnen verschiedener Sparten entwickelt. Der Gründungsgedanke der GEDOC war und ist die Förderung von Künstlerinnen aller Sparten und gemeinsame künstlerische Projekte zu entwickeln. Hier in Heidelberg sind das neben bildender und angewandter Kunst die Sparten Literatur, Musik und darstellende Kunst. Diese einmalige Künstlerinnengemeinschaft unterstützt die Stadt Heidelberg mit einem jährlichen institutionellen Zuschuss, ohne dem wir die Galerie und die vielen jährlichen Ausstellungen und Veranstaltungen nicht stemmen könnten, trotz unseres großen ehrenamtlichen Engagements. Dafür sind die Künstlerinnen der GEDOC und ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister, sehr dankbar. Wir hoffen, dass wir weiter auf diese für uns so wichtige Unterstützung hoffen können. Ganz herzlich möchte ich auch Frau Kunsthistorikerin Andrea Krone begrüßen, die Sie dann in die Ausstellung fachkundig einführen wird. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ebenso freuen wir uns, dass die Presse, also die Rhein-Neckar-Zeitung, eine Vertreterin der Rhein-Neckar-Zeitung heute Abend anwesend ist. Ich möchte Ihnen aber kurz den Werdegang der beiden Künstlerinnen beschreiben. Christel Faring-Holm ist zweite Vorsitzende der GEDOC Heidelberg, in Krefeld geboren und lebt seit 35 Jahren in Heidelberg. Sie war nach dem Studium in Bonn und Heidelberg Gymnasiallehrerin in den Fächern Deutsch, Französisch, Philosophie. Und sie sagt von sich selber, dass sie sich an keine Zeit erinnern kann, wo sie nicht malt oder gezeichnet hätte.
Christel Fahre-Kolm studierte Aktzeichnen, Ölmalerei bei Bernhard Epple und widmete sich auf ausgedehnten Malreisen intensiv der Aquarellmalerei. Später verlagerte sich ihr Schwerpunkt auf Zeichnung und Druckgrafik, insbesondere der Kunst der Radierung, die sie in zahlreichen Einzelausstellungen präsentiert hat, wie beispielsweise bei der Willibald Gramm Preisstiftung, der Ancien Bourse in Montpellier, Schloss Elmau, um nur einige zu nennen. Seit 2007 widmet sich die Künstlerin mit großer Leidenschaft wieder der Ölmalerei, wie es die hier ausgestellten Bilder eindrucksvoll dokumentieren. Katja Hess studierte Anglistik und Germanistik an den Universitäten Heidelberg und Utrecht und war ebenfalls Gymnasiallehrerin in Heidelberg. 1997 schied sie aus dem Lehramt aus und studierte Malerei an der Art Students League of New York und an der Cooper Universität in den USA. Ihr Motto stammt von Jasper Joan: Manchmal sehe ich etwas und dann male ich es. Wer die unterschiedlichen Arbeiten von Katja Hess kennt, es sind ungewöhnliche Ansichten von Menschen oder Gegenständen, der kann diesen Ausspruch der Künstlerin sehr gut nachvollziehen. Katja Hess ist durch viele Einzel- und Gruppenausstellungen in Heidelberg und darüber hinaus bekannt. 2005, 2006 und 2007 waren auch Arbeiten im Heidelberger Rathaus zu sehen. Und es gab Ankäufe ihrer Arbeiten durch die Stadt Heidelberg und auch durch das Kurpfälzische Museum. Beide Künstlerinnen haben sich auch an der Gruppenausstellung zu unserem 90. Jubiläum im Foyer der Stadtbücherei beteiligt. Liebe Anwesende, es lohnt sich, auf die Homepage von Katja Hoff zu gehen, um über die vielen Ausstellungen, die sie allein seit dem Jahr 2000 gezeigt hat, da können Sie sich besser informieren, als wenn ich das jetzt noch alles ausführen würde. Ich möchte deshalb das Wort an Frau Krone geben, um sie nicht länger auf die Einführung warten zu lassen. Im Anschluss daran werde ich Sie aber nochmal ansprechen, um Sie auf unsere weiteren Veranstaltungen aufmerksam zu machen und Sie natürlich dazu einzuladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Abend, ich begrüße Sie alle auch noch mal ganz herzlich zur Ausstellung Treffpunkt Kunst. Das ist ein bisschen gruselig, also wenn ich manchmal komisch gucke, nicht wundern. Als Christel Fahre-Kolm mich fragte, ob ich die Rede zu einer Doppelausstellung halten wollte, war ich natürlich dabei. Kommt nichts mehr? Jetzt? Hallo? Hören Sie mich? Es ist eingeschaltet, also ich merke das hier. Noch näher? So? So? Okay. Kriegen wir hin. Als Christel Fahre-Kolm mich fragte, ob ich die Rede zu einer Doppelausstellung halten wollte, war ich natürlich dabei. Schließlich kennen wir uns schon einige Jahre und ich bin ein großer Fan ihrer Bilder. Katja Hess Werke habe ich schon des Öfteren in einer Galerie bei mir um die Ecke gesehen und mich deshalb sehr gefreut, die Künstlerin persönlich kennenlernen zu dürfen. Nach den ersten Begegnungen und einem Atelierbesuch war dann klar, dass es kein gemeinsames Thema geben würde. Keinen verbindenden Rahmen, der die Werke motivisch oder inhaltlich verbindet. Der Titel jedoch stand schnell fest: Treffpunkt Kunst. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Ein ganzes Füllhorn an Möglichkeiten und damit thematisch gar nicht so leicht einzugrenzen. Die ausgewählten Werke unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht und auf vielen Ebenen voneinander. Der Titel gibt ebenfalls keine besonderen Gemeinsamkeiten vor.
Redet man in einem solchen Fall über die Unterschiede oder versucht man doch die eine oder andere Gemeinsamkeit herbeizuschreiben? Man kann vieles in einer Ausstellungsrede sagen und die Werke auf mannigfaltige Art deuten. Die Kunst und die Kunstgeschichte bieten hier reichlich Möglichkeiten, als da wären der Duktus oder die Farbgebung, der Bildraum, die Technik allgemein und natürlich noch die Stile und Epochen, die es durchzuexerzieren gilt. Am Ende sind die Künstler selbst überrascht, was da alles in ihren Werken steckt. Ausgegangen war ich von einer Interpretation des Raumes als Ausgangspunkt. Das erwies sich schnell als Sackgasse. So wichtig der Raum bei Christel ist, so wenig spielt er eine Rolle bei Katja. Ähnlich verhält es sich auch mit anderen Interpretationsmodellen, wo die eine eher im Mystischen oder Träumerischen bleibt und mit subtilen Andeutungen spielt, setzt die andere klare Statements ohne absichtlich versteckte Ebenen und unterschwellige Hinweise. Also gehen wir nicht von Gemeinsamkeiten, sondern von Kontrasten aus. Was geschieht, wenn diese aufeinandertreffen? Nun, wann immer das passiert, egal ob es sich um Objekte, Bilder oder auch Ansichten handelt, entsteht etwas Neues. Im einen Fall weichen die Grenzen vielleicht auf und die beteiligten Dinge, Figuren, Objekte und Farben verschmelzen zu etwas Neuem, wobei die Gegensätze in den Hintergrund treten. Im anderen Fall bleiben die Grenzen bestehen, aber die Energie der Gegensätzlichkeit lässt im Dazwischen der Dinge, Objekte, Farben oder Figuren etwas Neues entstehen, die Kontraste dabei betonend. Vielleicht ahnen Sie es schon, in Christels Bildern werden Gegensätze eher absorbiert, in Katjas hervorgehoben. Beide haben mir gesagt, dass sie die Arbeiten der jeweils anderen bewundern, aber in den eigenen Arbeiten einen anderen Fokus legen. In dieser Ausstellung finden die Werke so gesehen ihre Ergänzung. Und bei genauerem Hinsehen bemerkt man, es gibt durchaus auch einige Gemeinsamkeiten. Nehmen wir zum Beispiel die Arbeitsweise. Beide sind Beobachterinnen ihrer Umwelt, greifen in ihren Bildern Alltagsszenen auf, die sich bei beiden gehäuft in der Kunstwelt abspielen. Beide halten Szenen auf Fotografien fest, warten ab, bis der richtige Zeitpunkt zur Bearbeitung einer Idee kommt und bilden dann das Gesehene noch einmal auf der Leinwand nach. Bei beiden dauert dieser Prozess lange, ist vielen Veränderungen unterworfen und genauso wichtig wie das Resultat selbst. Was ins gemalte Bild hineinfließt, ist, was sie jeweils empfunden oder mit ihrem eigenen, auf das Wesentliche verengten Blick gesehen haben, als sie vor Ort waren. Während das Gemälde zum Leben erwacht, wird es mehr und mehr zu etwas Neuem, sodass die ursprüngliche Szenerie nur noch als Hintergrund oder Verweis oder auch gar nicht mehr vorkommt. So schneidet Katja beispielsweise eine Figur aus ihrem eigentlichen Kontext heraus und setzt sie wie eine gemalte Collage vor einem neuen Hintergrund wieder ein. In dieser Ausstellung vor einem berühmten Gemälde der Moderne. Dieses setzt dann einen deutlichen Kontrapunkt zur Figur, gibt ihr einen neuen Kontext, so wie umgekehrt auch die Figur dem Bildausschnitt. Was daraus entsteht, ist ein äußerst bemerkenswerter und sehr direkter Dialog zwischen Werken, die völlig verschiedenen Gattungen und Epochen angehören und dennoch so sehr miteinander verbunden scheinen, dass sich beide zu einer neuen Bildszene verbinden. Die Thematik der Szenerie definiert die Rolle des Rezipienten, in diesem Fall einer Statue, auf eigenwillige Art und Weise neu. Christel spielt mit der eigentümlichen Atmosphäre verlassener öffentlicher Räume. Wie verändert sich das Raumgefühl in Museumsfoyers, Cafés oder Eingangshallen, wenn die Besucher gegangen sind? Sie gewährt uns einen Blick in diese nun eigentlich verschlossenen Räume, die bei ihr äußerst geheimnisvoll, aber dennoch nicht leer wirken. Ihr Bildraum, der oft durch Reflexionen erweitert und in seinen Dimensionen verschoben wird, lebt durch starke Licht- und Schattenakzente und vor allem durch die kleinen und großen Objekte, die sie mit malerischen Mitteln geschickt zum Leben erweckt. Unser Fokus wird auf diese Objekte und Figuren gelenkt, die sich den Raum erobern, nun da keine Menschen mehr da sind. Es entstehen stille, aber durchaus lebendige Dialoge.
War der Raum eben noch von den Gesprächen der Besucher erfüllt, erleben wir jetzt eine Kommunikation zwischen den Dingen. Besonders beeindruckend ist dies im Beierler-Bild, was Sie hier hinter mir sehen, wo sich eine dynamisch und kurvenreich gestaltete weibliche Statue in die Giacometti-Ausstellung geschlichen hat und die langgliedrigen androgynen Skulpturen mit ihrem Umhang, den sie wie ein Torero schwingt, zu einer Reaktion aufzufordern scheint. Diese Situation spielt nicht nur mit der Lebendigkeit unbelebter Gegenstände, den kleinen Zeichen und Mustern, die wir als Kommunikation deuten, sondern gleichzeitig auch mit Giacomettis Seherlebnis, in dem er Menschen in einem Film einmal als, ich zitiere, ein imaginäres Bild in ihrem gleichzeitig realen und imaginären, greifbaren und unbetretbaren Raum wahrnimmt. Dieses Raumerlebnis lässt sich auch sehr gut auf Christels Bilder übertragen, wie ich finde. Andere Szenen zeigen Figuren, die in den Bildraum hineinmontiert wurden. Ihre Posen wirken, obwohl sie sie als Statuen identifizieren, nicht eingefroren und starr, sondern als wären sie in Bewegung. Christel wie auch Katja nutzen Licht- und Schattenakzente, um Lebendigkeit hervorzurufen. Christel allerdings überträgt dieses malerische Mittel in den ganzen Raum, wodurch nicht nur der Eindruck von Tiefe entsteht und Spotlights auf bestimmte Gegenstände gerichtet werden. Gleichzeitig bewirkt die stark akzentuierte Farbigkeit das Changieren zwischen hell und dunkel auch, dass manche Bereiche im Bild völlig verschattet bleiben und den Eindruck von Unwirklichkeit hervorrufen. Gerade eben mögen wir noch Zutritt zu diesen Räumen gehabt haben, aber der Augenblick, den Christel festhält, zeigt die Räume so, als wären sie in eine andere Dimension entrückt. Sie lädt uns ein, durch Schlüssellöcher zu spähen, um uns Einblicke in eine mystische Welt zu eröffnen. Realität und Traum, Licht und Schatten, Belebtes und Unbelebtes verschmelzen. Katja hingegen lädt uns nicht in ihre Bilder ein. Die Zweidimensionalität ihrer Bildräume lässt dies einfach nicht zu. Ihr Fokus ist klar. Er liegt auf der Wirkung, die entsteht, wenn zwei Werke unterschiedlicher Technik, Gattung und Epoche aufeinandertreffen. Katja weiß meisterhaft, mit den großen Werken der Kunstgeschichte zu spielen. Ein paar Versatzstücke reichen aus, um uns den Hinweis auf das jeweilige Werk zu geben. Die dabei entstehenden Kontraste verwendet die Künstlerin als Mittel, um Lebendigkeit und mehr noch menschliche Reaktionen und Gesten in ihre Bilder zu integrieren, ohne dabei jedoch Menschen zu zeigen. Ein Kriegsgott zieht angesichts einer Pop-Art-Explosion sein Schwert. Poseidon und seine Begleiterin, das sehen Sie jetzt leider nicht, da müsste ich Sie dann einmal kurz rausschicken, das hängt auf der anderen Seite, das sehen die Besucher, die jetzt draußen stehen. Poseidon und seine Begleiterin neigen sich einander zu und kontrastieren durch ihre Intimität die Stränge der geometrischen Mondrianformen. Eine Venus, rechts von mir, die gerade Hockneys Pool entstiegen und im Begriff scheint sich abzutrocknen, setzt nonchalant und selbstverständlich ihre sanfte, runde Weiblichkeit dem kühlen und sonst meist von Männern bevölkerten Ambiente entgegen. Der gleiche Effekt ergibt sich bei den Bildern aus der Reihe Seen. Hier haben wir es zwar mit echten Menschen zu tun, die sich die Kunstwerke, in diesem Fall Katz und Wesselmann, ansehen. Das sind Bilder, die hängen jetzt auf dieser Seite draußen, hinter Katja Hess. Müssen wir jetzt einfach glauben, was ich erzähle? Aber auch diese Figuren sind so vor das Museumsbild montiert, dass wir unwillkürlich dazu aufgefordert werden, sie zu vergleichen und nach Kontrasten oder eben nach Gemeinsamkeiten zwischen Betrachterin und Porträt zu suchen. Auch in dieser Reihe sind wir nur Beobachter. Der eigentliche Dialog spielt sich auf sehr intimer Ebene zwischen der echten und der dargestellten Figur ab. Die beiden Frauen in blondes Haar verbindet die Empfindung von Neugier, meisterlich dargestellt durch ihre Kopfhaltung, die ihren und unseren Blick auf etwas lenkt, das tief im Hintergrund von Gerhard Richters Bild liegt. Diese Verbindung zwischen den beiden wird durch die Haarfarbe, die Frisuren und die rot-weiße Farbigkeit der Blumenmotive unterstrichen. Damenhafte Eleganz und eine fühlbare, kühle Distanz strahlt das Bild Blick auf Ada aus. Die Betrachterin von Ada wirkt in erster Linie als verstärkendes Element,
das den Blick auf die stolze Präsenzader selbst lenkt. Wiederum betont durch kleine, aber wichtige gemeinsame Details wie das Pink von Hutband und Lippen, die gerade Körperhaltung der beiden und ihr braunes Haar. Treffpunkt Kunst bezieht sich aber nicht nur auf das Zusammentreffen der beiden Künstlerinnen, auf das Zusammentreffen von Kontrasten oder das Zusammentreffen zwischen Kunstwerken und Betrachtern. Christel und Katja treffen sich auch auf anderen Ebenen. Sie nehmen sich selbst als Beobachterinnen einer von Kunst geprägten Alltagswelt wahr. Beide spiegeln in ihren Bildern das Sehen und Gesehenwerden und verzichten in letzter Zeit vermehrt auf die Darstellung von Menschen in ihren Bildern. Beide halten Szenen mit der Kamera fest und überarbeiten diese dann in einem langen Prozess um, wobei ihre Eindrücke und ihre Empfindungen als bildlicher Kommentar von den Figuren oder Objekten an uns weitergegeben wird. Ein weiterer wichtiger Treffpunkt ist die Malerei David Hockneys. Für beide Künstlerinnen sind seine Werke Inspiration, wie sie mir erzählt haben. Die naturalistischen Alltagsszenen, die starke Farbigkeit und die Figuren, die die Szenerien wie eine Kulisse wirken lassen, alles dargestellt vor einem illusionistischen Bildraum. Bei Christel dominiert die unterschwellige Ahnung, dass nicht alles so ist, wie es scheint, die man auch bei Hockneys fröhlich wirkenden Alltagsszenen erspüren mag. Sie malten nicht nur die Realität, sondern auch das, was wir darüber hinaus wahrnehmen und lässt beides miteinander verschmelzen. Die starke Farbigkeit Hockneys versetzt sie mit Schatten und Tiefe, wodurch der Fokus auf das Verborgene gelenkt wird. Katja hingegen, die übrigens auch Hockneys Freude an der iPad-Malerei teilt, hat sich seiner zweidimensionalen Flächigkeit und den hellen, starken Farben verschrieben. Die distanziert ironische Betrachtung der Umwelt, die scheinbare Eindeutigkeit der Realität, die zwingend Fragen nach ihrer Zweideutigkeit aufwirft, sind eine Hommage ihrer Malerei an den verstorbenen Künstler. Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, zum Treffpunkt Kunst. Es treffen sich hier Künstlerinnen mit unterschiedlichen persönlichen und künstlerischem Hintergrund, mit verschiedenen Erfahrungen und Sichtweisen, die dennoch an vielen Punkten in ihrem Schaffen zusammentreffen. Es treffen sich hier Kunstwerke verschiedener Gattungen, entstanden im Zeitgeist der jeweiligen Epoche. Es treffen sich hier Gegensätze, die uns zum Perspektivwechsel und zum Weiterdenken anregen. Es treffen sich ein Mensch und ein Kunstwerk aus verschiedenen Zeiten und Kontexten. Es treffen sich Menschen, die verschiedene Orte besuchen, an ihnen verweilen, sie durcheilen, ein wenig ihrer Präsenz dort lassen und wieder verschwinden. Es treffen sich Gegenstände, die Orten und Räumen ein Gesicht und eine Stimmung geben, sie durch ihre Anwesenheit und ihre Abwesenheit prägen. Und schließlich treffen wir uns hier, an diesem Punkt, an diesem Ort, um gemeinsam die Kunst zu genießen und uns daran zu erfreuen. Mit Hockneys Worten möchte ich nun enden. Ein Künstler versucht, den Menschen etwas näher zu bringen. In der Kunst geht es darum, etwas zu teilen. Man ist kein Künstler, wenn man nicht versucht, eine Erfahrung oder einen Gedanken zu teilen. Ich denke, das ist in dieser Ausstellung vortrefflich gelungen und ich wünsche Ihnen noch viel Freude beim Genießen. Vielen Dank. Zwei Mikros nehmen, weil mit einem wird gestreamt. Das können wir jetzt hier. Entschuldigung. Ich möchte nicht mehr große Worte machen. Ich würde Sie nur bitten, da hinten liegen die Einladungskarten, dass Sie sich die mitnehmen, denn wir haben eine sehr schöne Lesung innerhalb dieser Ausstellung am 8.3. zum Weltfrauentag auch also das schauen Sie sich bitte selber an, ja. Dann haben wir weiter eine Lesung, ebenfalls dem Weltfrauentag gewidmet, am 11.3. hier in der Galerie.
Und dann noch eine sehr schöne Ausstellung in Brühl in der Villa Meitzner am 18. März. Also hier hinten liegen die Einladungen, ich möchte es nicht mehr vorlesen. Ich möchte der Ausstellung einen sehr schönen Verlauf, ich muss mal zwei nehmen, Verlauf wünschen und wünsche Ihnen jetzt auch, dass Sie sich die Bilder betrachten können, mit der Bitte, wer warm angezogen ist, vielleicht mal rausgeht, dass die anderen, die draußen sind, sich jetzt innen wärmen können. Vielen Dank.